Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei My Time at Sandrock. Und ein Abonnement und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Howdy, meine Freunde. Howdy, howdy, howdy. Wir haben ein bisschen was zu tun. Genau, wir müssen das Ding hier noch herstellen für den einen. Ich habe die Mission schon mal ein bisschen geguckt, was wir noch... Ach, wir müssen Motoren sammeln. Ja gut, das wird jetzt echt nervig mit den Motoren. Das ist, Das sind so die Gründe, warum ich das Spiel gerade nicht so gerne spiele. Immer wieder da durchzulaufen durch diese Monsterhorden oder die Gegnerhorden und dann den Endboss eben kurz Platz zu machen, um einen Motor zu bekommen. Ich weiß halt nicht, dass ne? Also, irgendwie... ganz schön lahm. Also wenn man es auf Dauer macht, ne? Wenn man das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal macht, es ist halt auch genau wie bei, Final Fantasy zum Beispiel. Wenn du da immer wieder die gleiche Innie läufst, die ganze Zeit, immer und immer wieder, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und nichts anderes ist das hier gerade. Ich laufe jetzt die gleiche Instanz immer und immer wieder. Immer und immer und immer und immer wieder. Und ich laufe nicht mal die Instanz hier, ich laufe einfach durch. Das ist das, was ich tue. Weil es halt schneller geht. Es ist effektiver. Und ich möchte mich natürlich nochmal ganz kurz entschuldigen, dass jetzt eine Zeit lang kein My Time at Sandrock auf YouTube kam. Es lag einfach an der Lust. Und ich habe auch jetzt gerade nicht so die extreme Lust, aber ich denke mir auch, wenn ich mal wieder reinkomme und das mit einer halben Stunde schon spiele, dann wird die Lust schon wiederkommen, hoffentlich. Außerdem wollte ich euch wieder My Time at Sandrock liefern. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt gar keinen Spaß habe, aber ich habe halt gerade mehr Spaß an anderen Dingen, tatsächlich. Aber schauen wir mal, vielleicht steckt mich das Spiel ja wieder an. Oder vielleicht machen wir heute 3-4 Parts und dann werde ich mich offiziell verabschieden vom Spiel, das kann natürlich auch sein. Das ist alles möglich, nur ich möchte nicht einfach den, ich möchte nicht wie andere Leute das machen, ich nenne keine Namen, ja. Wie andere Leute das machen, einfach keine Videos mehr bringen und dann nichts dazu sagen und das Let's Play einfach tot da liegen lassen. Tot ist es ja sowieso nicht, wir haben sehr viel gesehen von dem Spiel hier. Und ihr könnt euch in gewisser Weise schon ein gutes Bild damit von dem Spiel machen, ob ihr es selber spielen wollt oder nicht. Also wenn euch das Spaß macht, spielt es auf jeden Fall. Ich glaube, es würde mir auch mehr Spaß machen, wenn ich jetzt nicht streamen würde und nicht die ganze Zeit reden müsste dabei, ne? Dann würde mir das Spiel, glaube ich, schon mehr Spaß machen. Das ist so ein bisschen das Problem an dem Spiel, dass ich finde, es ist kein Spiel zum Streamen, finde ich, und zum Aufnehmen. Das ist ein Spiel, wo man einfach sitzt und ein bisschen grindet und ein bisschen farmt und Spaß hat, ne? Und weniger so ein Spiel, wo ich jetzt super viel zu erzählen habe. Ich kann natürlich jetzt aus meinem Leben erzählen, ich könnte aus Minecraft-Let's Play erzählen. Ich könnte über die ganzen Themen erzählen, die da drin vorkommen. Und ich könnte mein Minecraft-Let's Play auch ein bisschen promoten, weil, wenn ihr ein Laber-Let's Play wollt, Minecraft ist the way to go, meine Freunde, wirklich. In Minecraft-Let's Play reden wir so viel über verschiedenste Themen, es ist sehr, sehr lustig. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ach, man kann die Kiste übrigens auch... Na gut, das war jetzt zu spät. Man kann die Kiste auch abbauen, habe ich gerade gesehen. Oh, da werden bestimmt einige Leute schon sich gedacht haben, ach, warum machst du das nie? Da ist noch ein zweiter Motor drin oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht Stahl. Wir brauchen ja auch gerade Stahl. Bam, badam, bam, 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 bam. Oh, ein paar Discs. Die nehme ich gerne mit. Bam, badadam, bam, bam, badadam, bam, bam, badadam, bam, bam, badadam, bam. Lasst mich doch in Ruhe. Bam, badadam, bam, 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 bam. Und mein Problem ist gerade, dass diese Sachen, die mich so ein bisschen am Spiel stören, dass ich nicht glaube, dass die Sachen besser werden mit den Updates, die dann kommen werden. Es ist halt dieses extreme Grindige hier, ne? Dieses, was wir jetzt gerade machen. Das macht ehrlich gesagt nicht viel Spaß. Also nicht auf Dauer. Beim ersten, zweiten, dritten Mal, wie gesagt, ja. Danach ist es halt nur noch, ich brauche die zwei Motoren, also muss ich hier immer eben schnell durchlaufen. Und auch das ist so nervig. Ja. So. Und ich glaube sogar bei Final Fantasy machen manche Instanzen sogar auch beim 10. Mal hintereinander laufen Spaß. Was aber daran liegt, dass die Mechaniken so komplex sind. Hier ist es halt wirklich nur die linke Maustaste gedrückt halten und ab und zu mal die rechte Maustaste drücken, um auszuweichen. Viel mehr Mechanik gibt es hier in dem Spiel nicht. Also bisher zumindest nicht. Keine Ahnung, ob da noch was kommt. Gut, man kann auch schießen. Oh.
Ich dachte, er wäre tot, aber ich habe nur den seine, quasi den seine Haltung runtergeschlagen gehabt. Okay. Eben, du kannst noch als eine andere Klasse reingehen, genau. Und ich finde auch, ich würde auch Ifrit theoretisch fünfmal hintereinander machen, mit fünf verschiedenen Gruppen. Weil ich glaube, wenn man das immer mit der gleichen Gruppe zusammen macht, wird es nervig, weil man halt so eingespielt ist, dass alles easy läuft. Aber wenn du jedes Mal mit einer anderen Gruppe reingehst, dann wird mir das, glaube ich, schon Spaß machen. Weil ich jedes Mal, das ist ja immer ein bisschen anders, ne? Und ich lerne dann ja Ifrit zum Beispiel auch immer besser und besser und besser. Das ist ein bisschen Dark Souls-Mechanik, ich muss halt rollen. Aber ist verkackt. Aber ist nicht schlimm. Ich habe so viel Leben. Wobei ich mir ein bisschen bei Final Fantasy wünsche, dass es auch so ein bisschen actionreiches Ausweichen geben würde mit so einer Rolle oder so. Also da gibt es so eine Klasse. Ich glaube, eine Klasse hat da irgendwie so Fähigkeit, mit der man sich schnell wegspringen kann und so Sachen, ne? Ist natürlich auch interessant, aber... trotzdem nicht das gleiche wie das hier. So, das hat mir nur alte Teile gegeben, also so wichtig war es nicht. Na gut, dann verlassen wir mal den Ort. Ich glaube, wir haben jetzt die zwei Motoren, ne? Ich glaube schon. Müssten die eigentlich haben, die wir brauchten. Oh, es ist schon wieder Nacht. Ei, es ist schon ganz schön spät. Eieiei, es wird spät, du solltest dich ausruhen. Ja, ich habe jetzt wieder Augenringe am nächsten Tag, ne? Tja, meine lieben Freunde, so ist das, wenn man, mächtig mit seinen Waffen durch die Dungeons schreitet und auf der Suche nach Motoren ein nach dem anderen Gegner die Stahlplatten einbeult. Ja. Da bleibt man auf einmal zu lange wach und dann hat man Augenringe. So. So ist das manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Bam, bam, bam. Wobei ich glaube, ich DDs würde ich nicht spielen wollen, Final Fantasy, glaube ich. Weiß nicht, ist vielleicht zu unanspruchsvoll, glaube ich, für mich. Es klingt so hochtrabend, aber... kommt doch auf die Instanz an. Bam, badam, badam, bam, badam, bam. Badam, bam. Badam, bam. Bam, bam. Wir brauchen unbedingt Wasser. Wir brauchen unbedingt Wasser. Wir brauchen ganz viel Wasser. Oh nein, was geht nur ab? Ich weiß es auch nicht. Wir müssen Wasser kaufen gehen. Schwubbelidup. Schwabdubidup. Wir gehen jetzt zu den dicken Typen und kaufen das Wasser. Das ist doch in Tüten und ich weiß doch auch nicht, was ich rede. Wie ich hier sehe, ist das Wasser noch da. Ja, ich bin der Webvideostar. Keine Ahnung, was weiß ich. Ah, Wasser ist aber ganz schön teuer, muss ich gerade mal sagen. Hey, aber das sind 25 Wasser, also das geht schon klar. Da, 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 da. Wir laufen hier durch die Stadt. Ich habe es bald satt. Was ist denn hier nur los? Ich bin heute großzügig mit den Aufträgen. Mit vielen Segen. Ich hab doch keine Ahnung. Das ist eine Warnung. Ah, das Reim wird aber auf jeden Fall, mir fallen schneller Reime ein mittlerweile. Das ist ganz gut eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ich hab deinen komischen Verarbeitermann. Junge! Willst du mich verkackeiern oder was? Nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier die Mission und dann... dam, bam,
Das verfolgen wir nicht. Wir verfolgen lieber das hier. Das verfolgen wir. Ist doch klar. Und wir liefern gleich das Lehm. Bam, badadam. Kann ich hier rein? Ja. Ich hoffe, ich kann jetzt dahin, wo er gerade drin ist in dem Haus. Vermutlich nicht, aber er kommt jetzt, glaube ich, gerade raus. Ah. Hey there! Ja, bitte sehr. Nicht schlecht, aber am nächsten Mal musst du schneller sein, Neuling. Ich habe einen Ruf zu wahren. Wenn wir so weitermachen, wird niemand verstehen, welche Fähigkeiten ich als Vorgesetzter besitze. Hm, warum ich es nicht selbst mache? Das hört sich für mich an, als würde ich die Autorität in Frage stellen. Ich habe zu tun, gehe wieder an die Arbeit. Ich glaube, als würdest du die Autorität in Frage stellen. Ich glaube, da war wieder was falsch übersetzt. Weil das macht gar keinen Sinn, der Satz so. Shit happens. Badadam bam. Badadam bam bam badam bada. Bam 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 badadadam bam badadam bam. Wir haben eine Lieferung, schönes Lehm. Willst du das mal sehen? Thank you. I hope that you were able to obtain this without any peril. Okay, warte bis zur nächsten Woche. Na ja, gut. Das ist aber eine interessante Art der Mona Lisa. Eine interessante Interpretation. Das Lächeln der Mona Lisa. Ja gut, Chinesen sind gut darin, Sachen zu klauen. So ein Witz. Aber das sind chinesische Entwickler, deswegen. Falls ihr es nicht wusstet. Patea Games, das sind Chinesen. Das Einzige, was ich für Chinesen empfinde, ist, sagt man Mitleid oder sagt man dann Beileid für ihr autoritäres Regime? Wir tun halt Menschen leid, die in so einer Situation leben müssen. Das ist echt schade. Wegen machthungrigen, machtgeilen, autoritätsgeilen Staatsoberhäuptern. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, was ich hier sage, weil YouTube ist ja bestimmt auch schon unter den Fittichen der Chinesen. Beschwörungstheorie. Mein Name ist Alex Jones. Der wurde jetzt verurteilt, habe ich gesehen. Und zwar richtig fett wurde der verurteilt. Ach ja. Tja. So ist das halt, ne? So ist das. Es ist ganz glattes Eis, über sowas zu reden, glaube ich. Es ist ganz glattes Eis. Deswegen lasse ich es auch einfach. So, wir können Stahlstangen herstellen, was schon mal gut ist. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir müssen noch was tun. Wir müssen noch was tun. Wir brauchen Steinschiefer. Und wir brauchen noch Eisenriegel. Eisenriegel wird schwieriger. Das müssen wir nicht mehr machen. Das und das. Und was ist das? Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Ich weiß nicht, ob wir das... Doch, können wir herstellen, theoretisch. Wir brauchen nur Farbe. Von Schneiderei und bei den Treppen. Okay, wir brauchen Farbe von... Bei den Treppen oder von der Schneiderei? Das ist ja die... Bei den Treppen war das nicht der... Der Typ, der uns auch die Lieferaufträge gegeben hat? Doch, ne? Das ist da oben. Aber Schneiderei wäre halt, glaube ich, näher. Dann schauen wir mal. Ist das hier schon die Schneiderei? Miau. Doch. Eine Farbe reicht. So, tschüss. Danke für die Farbe. Da, ba, da, da, das Kartoffelnetz. Mir fällt kein Reim auf Kartoffelnetz ein. Das ist schlimm. Bap, bap. Ba, da, da, bam. Badadam, bam, bam, badam. Badadam, badam. Bam, bam. Bam, bam. Ich kann Eisenriegel aber herstellen. Aber ich weiß nicht wo. Ich glaube, dann Verarbeiter, ne? Aber. Da müssen wir noch zwei von denen herstellen, glaube ich. Bap, badadam, bap, bam. Warte mal. Nee, 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 nee. Wir haben fünf noch in unserer Tasche. Irgendwo haben wir hier Steinschiefer. Hier irgendwo in den Truhen, glaube ich. Ba ba da da, bam ba dam ba dam,
Schwabdidu, schwubbelidu, schwabdidabdidu, schwabbelidu. Ich finde es nicht, wo bist denn du? Da ist der Steinschiefer hier im Nu in meiner Tasche, während ich hier nasche und weiter geh. Wir werden es bald sehen, wo müssen wir denn dieses Ding herstellen? Eisenriegel werden hergestellt am Schleifer. Das ist natürlich ein großes Problem, denn das Ding können wir nicht upgraden. Dafür haben wir den Bauplan noch nicht, glaube ich. Oder haben wir... Den Schleifer haben wir noch nicht, ne? Den verbesserten Schleifer. Da, ba, da, 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 da. Sieht schlecht aus. Sieht ganz schön schlecht aus. Dann laufen wir jetzt los und geben die Steinschiefer ab. Da, da, da. Schwabbelidubdidabdabdei, schwabbelidubda. Schwabbelidubdidabdidei, schwabdabidudai. Und ich werde jetzt hoffentlich Deputy. Ja, ich erinnere mich an die Quest. Tatata, wer hätte es denn gemacht? Wer hätte es gedacht, dass Potato Pet sich noch an die Quest erinnert? Tja. Dabdidabdabdabdida. Stimmt, die Brücke ist ja noch kaputt. Und die müssen wir reparieren. Ich bin gespannt, da vorne in diesem U-Boot da vorne, was das ist, da ist ein Loch drin an der Seite. Kann man dann da rein? Schwabdubididabdabday, wir bringen die Hilfs-Sheriff-Kappe zu Justice. Und dann werden wir zum Deputy, vielleicht. Mal sehen. Vielleicht hat er uns auch nur an der Nase herumgeführt. Und ich hab die Lüge nicht gespürt. Dabdidabda. Now that's what I call a deputy hat. You can really feel the authority flowing out of it. And you know what? I think with such fine handiwork, you might have just improved your chances of becoming our next deputy. The ceremony is tomorrow in Myrtle Square at 9 a.m. sharp. Don't be late. Ja doch, er hat doch gesagt, dass ich die Chance habe, der nächste Deputy zu werden, hat er doch gerade gesagt. Oder was meinst du mit nee, du nicht? Schwabdubdi-depp-deep-day, wir müssen Aufträge annehmen. Aber ich weiß nicht, wie viele wir annehmen können, das ist das Problem. Aber schauen wir mal. Ach, also hast du mich gespoilert. Jetzt bin ich sauer. Ganz schön sauer. Bam, bam. Badam. Badam, bam. Natürlich nicht wirklich, aber schon ein bisschen. Badadadadadam. Bam, 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 bam. Badam. Badadam, bam. Bam, 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 bam. Badam, bam, bam, badam. Badadam, bam, 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 badadam, bam, bam. Schwabidubda. Wir machen jetzt die Aufträge fertig. Wir müssen eigentlich nur die Sachen mitnehmen, glaube ich. Ich glaube, wir haben die Sachen vielleicht sogar schon im Inventar. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Beaver-Inventar, ne? Da. Ja, genau. Alles ist ja irrelevant. Wir können ja die Mission einfach anklicken. Oh, wir haben genau 9 Stück dabei. Das ist ja wunderbar. Das ist ja fast so, als wäre es geplant gewesen. Als hätte Potato Pet mal was geplant. Das war natürlich alles geplant. Also, von langer Hand geplant. Das lese ich schon gar nicht mehr vor. Die bedanken sich, dass ich die Sachen vorbeibringe. Das ist so interessant, ist es nicht. Ba, 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 ba. Ich bin auch mal froh, wenn ich heute mal nicht so viel vorlesen muss. Ich habe die letzten Wochen ja extrem viel über Final Fantasy vorgelesen. Extrem viel vorgelesen. Gefühlt 5 Romane. Es ist gewesen. Ich weiß es nicht. Meine Stimme ist kaputt. Deswegen kratze ich herum und bin am Schutt. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier singe. Denn ich habe keine Reime in meinem Kopf. Bin halt auch trauriger Tropf. So.
Ah, genau das, was wir gebraucht haben. Ja. Bitte sehr, gern geschehen. Bitte sehr, gern geschehen. Die Stahlstangen hätten wir gebraucht für das Fachwerk. Tja, wer hätte das gedacht? Naja, egal, wir werden noch mehr Stahlstangen bekommen. Bam, bam. Bap, bap. Badabab. Bap, bap. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal zur Mine, ne? Stahl. Wir brauchen Stahl, jede Menge, denn wir sind hart. Wir haben die Wahl von Stahl. Wie soll es anders sein? So muss es sein. Wir müssen noch mehr Stahl besorgen gehen. Ich muss jetzt flehen. Bitte gib mir euer Stahl. Ich muss es sehen. Ich muss gestehen. Ich brauche jetzt das Stahl. Ich bezahle auch das Geld. Ist gar kein Problem. Gib mir schnell das Stahl, denn ich muss weitergehen. Und wir wollen das sehen, wie die Brücke repariert wird. Ja, so sieht ziemlich aus. Dafür hauen wir den ganzen Bus kaputt. Ich bin Punk, ja? Ich hau einfach den Bus kaputt. Schlag auf Schlag wird der Bus zerstört. Hey, können wir das hier auch noch kaputt machen? Keine Ahnung. Ist da noch irgendwie Stahlschrott drin? Vermutlich nicht, ne? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Nee. Sieht sehr schlecht aus. Ja, sieht verdammt schlecht aus. Aber wenigstens mal Datendisks. Immerhin. Na gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Machst heute Karaoke? Singst du dafür? Ja, 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 ja. Ja gut, Karaoke wäre, wenn ich Lieder singen würde, die es schon gibt. Aber ich singe ja keine Lieder, die es gibt. Ich denke mir irgendwelche Sachen aus. Ich improvisiere. Ich hatte keinen einzigen Eisenschrott dabei. Was? Ich habe 22 im Inventar. Achso, ich kann nicht mehr reinpacken als 12. Doch. Ich kann noch zweimal. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. So. So. Das wird ja nicht gleichzeitig gemacht, leider. So, 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 so. Dann wollen wir mal jetzt hier hingehen und sehen, was wir jetzt machen gehen. Ich weiß es doch auch nicht. Es ist kein Licht in Sicht. Irgendetwas müssen wir doch jetzt noch tun. Irgendetwas müssen wir doch jetzt noch tun. Kupferschrauben. Wir brauchen Kupferschrauben. 40 schöne Kupferschrauben. Gib mir schnell alle Kupferschrauben, denn wir brauchen ganz viele. So ist es nun mal. Okay, wir brauchen jetzt genau 30 Stück, ne? Ah, ne, 2 mal 2. Ja. Ne, wir machen 10. Achso, wir brauchen 30 Stück. Okay, wir haben aber auch noch irgendwo 8. Und wir stellen jetzt wie viele her? Das ist Menge 10 mal 2, also 20. Nehme ich jetzt mal an. Ich nehme es einfach mal an. Badadadadada. Wo sind denn hier die ganzen Kupferschrauben hin? Hm. Okay, dann packen wir die Sachen mal weg, die wir hier nicht brauchen. So, Bronzerahmen müssen wir noch herstellen. Aber ich glaube, das war hier, ne, der Bronzerahmen. Für den Bronzerahmen brauchen wir aber Bronzestangen und Bronzenieten. Bronzestangen ist nicht das Problem. Aber wir haben echt nicht viele Bronzestangen. Weil das Ding zeigt mir auch alles an, was man in Kisten ist, oder? Ich habe gerade Bronzestangen aufgenommen, es wurde aber nicht mehr. Hä? Mein Inventar ist auch nicht voll. Oder stand da gerade eben auch schon. Nee, stand da gerade eben 0 oder was? Keine Ahnung. Offensichtlich stand da vorhin 0. Na gut. Hatte ich falsche Erinnerung. Kann ja schon mal passieren. Kann ja schon mal passieren. Wir brauchen neues Kupfererz. Dann gehen wir einfach in die Mine rein. Aber vorher futtern wir noch wie ein Schwein. Ja, so muss es sein. Ich gehe in den Blue Moon Saloon rein.
Und ich mach mich fein im schönen Zwirn und geh dort rein. Und ich fress wie ein Schwein. Also wirklich, ich mache jetzt eine Riesenbestellung wieder. Ich glaube, das reicht dann fast. Yam, 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 yam. Potato hat ja richtig reingehauen. Boah, die Ladezeiten sind schrecklich in dem Spiel. Die sind richtig schrecklich. Ich weiß wieder, warum ich nicht so viel Lust auf das Spiel habe. Wegen dieser Ladezeiten. Ich gehe jetzt in die Mine, da kommt wieder die Ladezeit. Egal, wo man hingeht, man hat Ladezeiten. Ladezeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Ladezeiten. Ba, 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 ba. Hui. Dann gehen wir mal in die Mine, einfach auf Stufe 8. Wer hätte das gedacht? Das wäre doch gelacht. Der Potato hat's gemacht. Ja, ich übe das mit den Reimen, ja? Ihr merkt das schon. Ich übe stetig. Und auf stetig fällt mir kein Reim ein. Zumindest keiner, der Sinn macht in einem Satz. Also am Ende des Wortes. So. Warum Kupfererz und Zinnerz? Sonst werden wir hier nie mehr glücklich in dem Spiel. Wir laufen durch die Mine und hauen uns den Weg frei. Ja, so muss es sein. Bam, 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 bam. Da ist Kupfer. So unangenehm, mein Karaoke. Mein Gesinge. Aber hey, wenn ich singe, habe ich Spaß. Das ist immer ein Garant dafür. So. Bei Final Fantasy kann ich auch nicht singen, weil da ist die Kassette die ganze Zeit irgendwie was zu tun. Wobei, da singe ich auch ab und zu ein bisschen. Mit dem Chocobo der Musik, da habe ich immer gesungen. Ah, aber die hören wir ja nicht mehr, die Musik. Weil ich die Reitmusik rausgemacht habe. Weil es auf Dauer doch nervig wird. So. Okay. Okay, dann verlassen wir mal die Mine. Ich weiß, da liegt noch was, aber das ist mir, glaube ich, egal. Wobei, es könnte Kupfererz sein. Ich habe die ganze Zeit das Kupfererz liegen lassen, aber das glaube ich nicht, dass das so ist. Das glaube ich wirklich nicht. Was wegschmeißen? Ich weiß nicht was. Steinschleuderstein, der kann weg. DNS-Modell war das, okay. So, und wenn wir die Nacht erreicht haben, dann müssen wir ja auch schon wieder schlafen. Am nächsten Morgen um 9 Uhr ist die Zeremonie. Für die ich schon empfindlich gespoilert wurde. Ba ba bam, ba 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 bam, ba bam. Empfindlich gespoilert wurde ich.
Das ärgert mich. Ja, das ärgert mich. Kein Treibstoff mehr in dem Ofen. Es kommt ja wie gerufen. Zum richtigen Zeitpunkt, wo ich gerade hier bin und nachfüllen kann. Und dann weiß ich auch nicht weiter, was wir jetzt tun. Ich denke mal, wir bauen den erste Fachwerkding. Wobei das gar keinen Sinn macht, dass dieses Fachwerk gar kein Holz hat. Das Fachwerk nicht auch aus Holz? Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Oh mein Gott, ist das... Okay. Ich muss mal eben kurz ein paar Sachen hier... Der Tasche scheint wieder leer zu sein, wa? Gut, gut. Wir müssen auch wieder neue Pflanzen anpflanzen, irgendwann demnächst. Okay. Aufträge haben wir heute schon angenommen, ne? Also können wir eigentlich ins Bettchen gehen jetzt. Wenn überall Treibstoff drin ist, kommen wir eigentlich ins Bett. Da sind auch die Augenringe weg. Okay, sieht gut aus. Das Ding wird schon noch bis morgen laufen. So, meine lieben Freunde, ich gehe ins Bett und ihr seht mich wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschö. Oh mein Gott, wie ich aussehe wie so ein Zombie.